Hallo, ich habe Neuigkeiten. Und zwar war ich heute im Karstadt und als ich selbigen verließ, war ich im Sitz dieses merkwürdigen, pinken Nylon-irgendwas-Stoffbeutels, den ich aber auch nicht gekauft habe, sondern der sich ominöserweise plötzlich in meiner Einkaufstüte befand. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist das jetzt? Irgendwie so eine Sonderaktion, ein Goodie? Und die Antwort habe ich am Ausgang gefunden in diesem merkwürdigen Karstadt Beauty Magazin. Und zwar steht schon auf der Rückseite: Beauty Bag von Shein gratis für Sie. Haha. Ab einem Gesamteinkaufswert von 30 Euro eines oder mehrerer Beauty-Produkte erhalten Sie ein Beauty Bag von Shein mit Nagellack, Mascara und Lipgloss gratis, solange der Vorrat reicht. Nun, ich habe nur 18 Euro ausgegeben, aber habe das Bag trotzdem bekommen. Das ist ja schon mal echt nett und kulant. Und ja, hier sieht man drauf einmal dieses pinke Bag, einen roten Essence-Nagellack, einen nudigen Misteln-Gloss und eine Essence-Mascara. Und ja, also der Nagellack war auch genau so in meinem Bag drin. Aber mein Gloss ist dieses dunklere Rot in der Farbe 43 Wild Cranberry. Oh, ich habe es natürlich auch sofort schon mal aufgetragen. Zusammen mit diesem MAC Lip Liner in der Farbe Burgundi. Und ich habe das auch schon mal für euch geswatcht. Also einmal hier ist der Lip Liner und da ist das Cranberry Gloss. Gloss Liner. Liner, Gloss. Beides. Also das Gloss deckt schon, rutscht aber auf den Lippen, deswegen würde ich es jetzt ohne Liner nicht tragen, weil die Farbe ist ja schon nicht ohne. Und ja, aber mein Highlight ist tatsächlich die Essence Mascara. Und das Bürstchen sieht wie folgt aus. So, es ist ganz schmal und klein und die Mascara heißt übrigens Stays On and On Ultra Resist Easy to Remove Volume Mascara. Und dadurch, dass die Bürste so klein ist, kommt man richtig gut ja, an die Wimpernwurzeln. Und das verdichtet dann natürlich richtig schön. Und ich glaube, es wäre, also in der Kombi käme die richtig gut mit der Essence I Love Extreme. Heute habe ich die erstmal solo benutzt, weil ich natürlich gucken wollte, was die so kann. Und ich vergleiche euch mal kurz die Bürstchen. Unten ist diese neue und oben die Isle of Extreme. Und ich glaube, mit der Isle of Extreme kriegt man dann einfach so die Länge und mit der Stays On and On dann irgendwie das Volumen. Und ja, also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Umsonst ist ja immer gut. Aber warum muss diese Tasche so hässlich sein? Na gut, also alle auf zu Karstadt. Da gibt es Geschenke. Schönen Tag noch.